Nachdem ihr eine Kette angeschlagen habt für euer Projekt teilbar durch 20, beginnen wir nun mit der ersten Reihe. Die erste Reihe wird aus Bögen bestehen. Wir beginnen mit einem Stäbchen, das heißt 3 Luftmaschen und nochmal zusätzlich 4 Luftmaschen hinzu. Anfänger setzen sich hier am besten einen Marker in das dritte Maschenglied von unten angezählt, damit ihr wisst, wo ihr am Ende wieder auf dem Rückweg das Ganze beenden müsst. Ich habe hier schon eine Reihe feste Maschen, daher zählt diese Masche nicht mit hinzu. Die gehört zu den Steigeluftmaschen. Wenn ihr eine Luftmaschenkette habt, müsst ihr direkt natürlich die erste mitnehmen. 1, 2, 3 und 4. Wir stechen in die vierte ein und häkeln eine feste Masche. Somit sind 5 Maschen belegt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. In die vierte einstechen und eine feste Masche. 1, 2, 3, 4 und in die vierte eine feste Masche. 1, 2, 3, 4, 2, 4 und eine feste Masche. So, bis hierhin haben wir 4 Bögen gehäkelt und nun müssen wir für den fünften Bogen 4 Luftmaschen häkeln, machen einen Umschlag und gehen in die vierte Masche hinein und häkeln dort ein Stäbchen, sodass wir von Anfang, wo das Stäbchen ist, bis zum Stäbchen 5 Bögen haben. 1, 2, 3, 4, wieder 4 Maschen. Abzählen und in die vierte eine feste Masche. 1, 2, 3, 4, 2, 4, eine feste Masche. 1, 2, 3, 4, 2, 4, eine feste Masche. So, jetzt sind wir hier schon bei 3 Bögen. 1, 2, 3, 4. Eine feste Masche und ich bin jetzt hier schon am Ende angekommen. Wenn ihr eure Kette jetzt weiter häkelt, wieder 4 Luftmaschen und ein Stäbchen häkeln. Und hier ist das Stäbchen bei mir am Ende. Und das war Reihe 1. Kommen wir zur Reihe 2. Reihe 2 beginnt mit 3 Stäbchen am Anfang. Die Steigeluftmaschen zählen als erstes Stäbchen. Das heißt, wir häkeln nochmal zusätzlich 2 hinzu. 2 Dann sieht das so aus. Danach kommen 2 Luftmaschen und wir stechen hinter der festen Masche in den ersten Bogen ein und fixieren das Ganze dort mit einer festen Masche. Ab dort machen wir wieder ganz normal 4 Luftmaschen, nächster Bogen, eine feste Masche. 4 Luftmaschen, nächster Bogen, eine feste Masche, schön mittig einstechen. Und für den vierten Bogen, also dies ist der erste, mit dem wir fixieren, dann 2 ganze und der vierte, der wird dann für den nächsten Fächer benötigt, machen wir nur 2 Luftmaschen und häkeln in unser Stäbchen, denn das wird jetzt hier auch ausgelassen, 5 Stäbchen in ein Stäbchen hinein. Nach den 5 Stäbchen
zwei Luftmaschen und hinter der festen Masche in den Bogen das Ganze mit einer festen Masche fixieren. Danach wieder vier Luftmaschen, nächster Bogen, eine feste Masche. Vier Luftmaschen, nächster Bogen, eine feste Masche. Am Ende angekommen, zwei Luftmaschen. Und hier habe ich ja den Marker gesetzt in der dritten Masche von unten. Dort häkeln wir drei Stäbchen hinein. Das war Reihe 2. Also wir beginnen mit drei Stäbchen, zwei Luftmaschen und fixieren in dem Bogen hinter der ersten festen Masche. Danach folgen vier Luftmaschen und zwei komplette Bögen. Für den großen Bogen machen wir wieder nur zwei Luftmaschen und häkeln in das eine Stäbchen fünf Stäbchen hinein. Wenn ihr also jetzt eine größere Kette habt, wäre auch hier das nächste Fünferstäbchen. Hier und hier und hier. Und zum Fünfer immer zwei Luftmaschen. Der Rest wird mit vier gehäkelt. Kommen wir zur Reihe 3. Hier beginnen wir etwas anders. Wir ziehen unsere Masche etwa auf ein halbes Stäbchen hoch. Machen einen Umschlag, stechen direkt dort, wo der Faden rauskommt, ein, ziehen den Faden hoch, Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen. Das Ganze zweimal und maschen dann ab und fixieren das Ganze mit einer Luftmasche. Dann ist die erste Knospe fertig und häkeln zusätzlich nochmal eine Luftmasche, sodass wir optisch zwei Maschen haben. Dann gehen wir ins nächste Stäbchen, Umschlag vorher, Faden holen, hochziehen, Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen, Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen. Alles gemeinsam abmaschen, mit einer Luftmasche die Knospe fixieren und nochmal eine zusätzliche Luftmasche, sodass wir wieder optisch zwei Maschen haben. Umschlag, letztes Stäbchen, einstechen, Faden holen, hochziehen, Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen und Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen. Alle gemeinsam abmaschen, mit einer Luftmasche fixieren. Als nächstes häkeln wir hier zwei Luftmaschen und stechen wieder hinter der festen Masche in den ersten Bogen ein. Danach folgen vier Luftmaschen, nächster Bogen, eine feste Masche. Und dann kommt schon der große Fächer. Dafür dann wieder zwei Luftmaschen. Dann sollte das schon mal so aussehen. Und nun müssen wir auch hier jedes Stäbchen mit einer Knospe behäkeln. Umschlag. Erstes Stäbchen, einstechen, Faden holen, hochziehen. Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen und ein drittes Mal Faden holen und hochziehen. Wenn ihr so ein bisschen wackelt, verteilen sich die Schlaufen besser und ihr könnt besser abmaschen. Das Ganze mit einer Luftmasche fixieren und eine zusätzliche Luftmasche häkeln, dass wir optisch wieder zwei Stück haben. Ich nehme jetzt hier mal den Marker raus, sonst klickert das immer zu laut. Danach nehmen wir uns das nächste Stäbchen. Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen. Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen. Und Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen. Alle gemeinsam abmaschen. Eine Luftmasche und eine zusätzliche. Das Stäbchen. Und so häkeln wir jetzt erst einmal den ganzen Fächer.
Und bei der letzten Knospe machen wir wieder eine zum Fixieren, eine zusätzliche, haben so unsere zwei Luftmaschen und stechen hinter der ersten festen Masche in den Bogen ein und fixieren das Ganze mit einer festen Masche. Vier Luftmaschen, nächster Bogen, eine feste Masche. Und danach würde wieder der nächste große Fächer kommen, zwei Luftmaschen. Ich bin allerdings hier am Ende meiner Kette angekommen und behäkel die letzten drei Stäbchen mit jeweils einer Knospe. Und die letzte Knospe kommt dann in die Steigeluftmasche der Vorreihe. Dort steche ich allerdings in der zweiten Masche von unten angezählt ein, damit der Abschlussrand schön gerade ist. Und fixiere dann hier auch nur mit der einen Luftmasche und dann sind wir auch schon mit der Reihe fertig. Kommen wir zur Reihe 4. Nun müssen wir wieder die Basis für die nächsten schaffen. Und das machen wir, indem wir drei Luftmaschen häkeln für ein Stäbchen und nochmal zwei zusätzliche für den Bogen. Dann stechen wir zwischen der ersten und der zweiten Knospe ein und häkeln dort die erste feste Masche. Danach vier Luftmaschen. Zwischen der zweiten und der dritten Knospe einfach um die Kette herum eine feste Masche. Und nun häkeln wir vier Luftmaschen und haben hier einen großen Bogen und in diesen häkeln wir in die Mitte ein Stäbchen. Das ist dann dieses Stäbchen hier. Vier Luftmaschen und das Ganze wird zwischen der ersten und der zweiten Knospe mit einer festen Masche fixiert. Vier Luftmaschen, zwischen der zweiten und der dritten Knospe eine feste Masche. Vier Luftmaschen, zwischen den nächsten beiden eine feste Masche. Vier Luftmaschen, zwischen den letzten beiden eine feste Masche. Vier Luftmaschen und nun wieder in den großen Bogen in die Mitte ein Stäbchen hineinhäkeln. Vier Luftmaschen, das Ganze zwischen dem ersten und der zweiten Knospe fixieren. Vier Luftmaschen, zwischen den letzten beiden eine feste Masche. Zwei Luftmaschen. Ein Umschlag und mit einem Stäbchen in der Knospe, in der Spitze oben das Ganze fixieren. So, damit wir Anfang und Ende gleich haben. Also man kann davon ausgehen, großer Fächer, 1, 2, 3, 4 Bögen, wobei hier ein Stäbchen ist. 1, 2, 3, 4, wobei hier ein Stäbchen ist. Generell gilt vom Anfang, drei Bögen, Stäbchen, ein Bogen, großer Bogen. Da müsst ihr für euch schauen, wie ihr euch das am besten merken könnt. Kommen wir zur Reihe 5. Wir beginnen mit einer festen Masche. Also eine Luftmasche wenden und direkt in die erste Masche eine feste Masche häkeln. Vier Luftmaschen und in den ersten großen Bogen mit einer festen Masche fixieren. Dann kommt als nächstes das Stäbchen. Dazu machen wir dann wieder nur zwei Luftmaschen, denn jetzt brauchen wir fünf Stäbchen in dieses eine Stäbchen. Nach den fünf Stäbchen zwei Luftmaschen
und in den ersten Bogen, also nicht in dieser Kette, sondern im ersten Bogen über der großen Gruppe mit einer festen Masche fixieren. 4 Luftmaschen, nächster Bogen. 4 Luftmaschen, nächster Bogen. Und dann wieder nur 2 Luftmaschen, denn hier haben wir jetzt wieder unser Stäbchen. Und dort kommen 5 Stäbchen hinein. Zwei Luftmaschen. Nicht die Kette direkt dahinter, sondern in den ersten Bogen einstechen. Eine feste Masche. 4 Luftmaschen und mit einer festen Masche in der zweiten Masche der Steigeluftmaschen der Vorreihe das Ganze beenden. Das war Reihe 5. Kommen wir zur Reihe 6. Wir beginnen mit 3 Steigeluftmaschen für ein Stäbchen und 2 zusätzliche für den ersten Bogen. Und stechen in diesen ersten großen Bogen mittig ein und fixieren dort mit einer festen Masche. Dann habt ihr so einen geraden Rand. Da jetzt hier schon der erste große Bogen kommt, kommen jetzt nur 2 Luftmaschen. Umschlag und jetzt brauchen wir wieder unsere Büschelmaschen, denn in jedes Stäbchen kommt eine Büschelmasche hinein. Einstechen, Faden holen, hochziehen, Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen und ein drittes Mal Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen. Das Ganze mit einer Luftmasche fixieren und nochmal eine zweite Masche hinzu. Umschlag, nächstes Stäbchen, einstechen, Faden holen, hochziehen, Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen und Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen. Alles gemeinsam abmaschen, mit einer Luftmasche die Knospe schließen und eine zusätzliche Luftmasche. Und so werden jetzt alle 5 Stäbchen wieder behäkelt. Nach der letzten Knospe mit einer Luftmasche schließen, eine zusätzliche Luftmasche und in den großen Bogen, also nicht die Kette direkt danach, sondern der erste große Bogen in die Mitte eine feste Masche. 4 Luftmaschen, nächster Bogen eine feste Masche. Danach kommt wieder der nächste große Fächer, daher nur 2 Luftmaschen und wieder jedes Stäbchen mit einer Büschelmasche, also einer Knospe, bestücken. Und darauf achten, dass immer diese 2 Luftmaschen sind, also eine, mit der wir die Knospe schließen und eine zusätzliche. Nachdem wir alle Knospen gehäkelt haben, wieder 2 Luftmaschen in den letzten großen Bogen mit einer festen Masche fixieren, 2 Luftmaschen und mit einem Stäbchen die Reihe in der festen Masche der Vorreihe beenden.
Kommen wir zur letzten und zur siebten Reihe, welche Reihe 1 ist, und zwar zum Verteilen der Bögen, um dann wieder mit Reihe 2, 3 und so weiter weiterzumachen. Wir beginnen mit 3 Luftmaschen für ein Stäbchen und dann 4 Luftmaschen für den ersten Bogen. Anfänger sollten sich dann hier wieder in der dritten Masche von unten an den Marker setzen. Und fixiert wird das Ganze zwischen der ersten und der zweiten Büschelmasche. Danach wieder 4 Luftmaschen, zwischen den nächsten beiden eine feste Masche. 4 Luftmaschen, zwischen den nächsten beiden eine feste Masche. 4 Luftmaschen. Und zwischen den letzten beiden eine feste Masche. So, und dann haben wir jetzt unsere 4 Bögen. Und falls ihr euch daran erinnern konntet, hatten wir hier am Anfang 5. Der 5. ging dann zu der nächsten Gruppe. So, und das ist hier dann auch 1, 2, 3, 4. Und die nächsten 4 Luftmaschen führen dann zur nächsten Gruppe. Und diese beginnen wir ja hier mit einem Stäbchen. Das heißt, wir stechen in der Mitte des Bogens ein und häkeln dort wieder ein Stäbchen, sodass dies schön übereinander ist. 4 Luftmaschen und wieder zwischen dem ersten und der zweiten Knospe eine feste Masche. 4 Luftmaschen, nächsten beiden eine feste Masche. 4 Luftmaschen, zwischen den nächsten beiden eine feste Masche und 4 Luftmaschen zwischen den letzten beiden eine feste Masche. So, und am Ende angekommen mache ich 4 Luftmaschen und ein Stäbchen in der zweiten Masche von unten angezählt. Mit einem Stäbchen dann schließen. So haben wir dann auch hier einen schönen geraden Abschluss und Anfang und Ende gleich. Und das war das eigentliche Muster. Jetzt geht es weiter mit Reihe 2 und alles wiederholt sich. Ich hoffe, euch hat dieses Muster Spaß gemacht und ihr seid gut mitgekommen. Für mich ein absolutes Suchtprojekt, wenn man einmal den Rhythmus raus hat. Man kann sich ja immer wieder an den Vorreihen orientieren, ansonsten spult einfach dementsprechend zur Stelle. Ich werde gucken, dass ich euch unten auch die Zeitleiste reinstelle, wenn ich es nicht vergesse. Ansonsten erinnert mich einfach in den Kommentaren nochmal dran. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachwerkeln und hoffe, wir hören uns zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.